Hallo Freunde, in diesem Video heute geht es darum, wie man einen Traktormulcheinsatz anbaut. Mulchen beim Rasenmähen ist das Abmähen mit gleichzeitigem Zerkleinern des Mulchgutes, in diesem Fall der Rasen, durch die Messer. Dazu kann man sich einen Mulcheinsatz kaufen. Der Einsatz enthält eine Abdeckung, die verhindert, dass das geschnittene Gras zur Seite ausgeworfen wird, und besonders geformte Messer, die die Luft unter dem Mähmeer verwirbeln, sodass die geschnittenen Grashalme möglichst häufig von den Messern getroffen und mehrfach zerkleinert werden. Wie man hier sieht, nehme ich zunächst einmal die Abdeckung des Seitenauswurfs ab. Man soll das eigentlich aus Sicherheitsgründen nicht machen. Es kann nämlich passieren, dass man bei laufenden Messern versehentlich auf den Mulcheinsatz tritt. Dieser ist nicht stabil genug, um das Gewicht eines Fahrers oder Fahrerin zu halten, und man kann gegebenenfalls durchtreten und mit dem Fuß in die Messer geraten. Das wäre ungünstig, weil man ohne Fuß schlecht Gas geben kann. Zunächst senken wir das Mähwerk ab. Ich nehme immer das ganze Mähwerk ab, wenn ich an den Klingen arbeite. Das geht fast genauso schnell, als wenn man sich unter dem Mäher abmüht. Dazu nehmen wir 5 Klammern ab, so wie hier gezeigt. Fangen wir an mit der vorderen Halterung. Ich nehme dazu eine Zange, damit ich mir nicht meine Nägel abbreche. So, hier ist der vordere rechte Haltearm. Die Klammern lege ich auf das Trittbrett, damit ich sie nicht verliere, denn später bauen wir das Mähwerk in umgekehrter Reihenfolge wieder an. Und hier haben wir die hintere rechte Klammer. Man kann sehr gut sehen, wie ich das mache. Ich drücke die Klammer mit meinem linken Zeigefinger nach unten und ziehe sie dann mit der Zange aus dem Loch raus. Nun machen wir mal das gleiche auf der anderen Seite. Es ist gar nicht so schwer, wenn man es erst einmal gemacht hat. Schwuppdiwupp ist die Klammer raus. Das geht so schnell, wer hätte das gedacht? Man darf nur keine Angst haben. In diesem Fall musste ich mit dem Zeigefinger die Spanne nach oben drücken. Ich hoffe, das ist aufgefallen, und Sie verstehen das Prinzip dieser Halteklammern. Wenn nicht, kann ich die Klammern noch einmal in einem gesonderten Video erklären. Bitte schreiben Sie dazu einen Kommentar, dann lasse ich mich vielleicht überreden. Bevor wir das Mähwerk unter dem Traktor herausziehen, müssen wir erst einmal den Keilriemen von der Motorriemenscheibe abnehmen. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Danach ziehen wir dann das Mähwerk etwas hervor, um den Baudenzug auszuhaken. Also gut, vorsichtig herausziehen. Und dann mit einer Zange den Arretierhaken eindrücken und den Zug aus der Halterung nehmen. Danach die Feder aushaken. Jetzt können wir das Mähwerk schön irgendwo anlehnen, damit wir richtig guten Zugriff auf die Messer haben. In diesem Fall nehme ich mal meine Sandkiste. Jetzt schauen wir uns mal die Teile an. Da sind eigentlich nur der Mulcheinsatz, eine Art Abdeckung für das seitliche Auswurfloch im Mähwerk, und dann 2 neue Messer. Wir schrauben erstmal die Schrauben von den Messern raus. Dabei benutzen wir ein Stück Holz, damit sich die Messer nicht verdrehen. Damit dieser Film nicht ewig dauert, werde ich das mal etwas beschleunigen. Wenn wir jetzt die neuen Messer anbauen, müssen wir darauf achten, dass der Text Grasseite zu sehen ist, das heißt, der Text zeigt zum Gras. Wenn wir mähen,
Wir setzen die Schrauben von Hand an und ziehen dann erstmal handfest. Danach nehmen wir dann einen Drehmomentschlüssel, um die Klingen festzuziehen. In diesem Fall sind es 50 Newtonmeter. Das kann aber von Traktor zu Traktor anders sein. Man muss wirklich in der Gebrauchsanleitung nachschauen, welchen Wert man am Drehmomentschlüssel einstellen muss. Ich kann nur wärmstens aus Sicherheitsgründen den richtigen Drehmoment empfehlen. Wenn man die Messer im Betrieb verliert, kann das schon ziemlich schlimme Folgen haben. Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Der Drehmomentschlüssel klickt, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht wurde. Wenn man hier im Video genau hinhört, dann kann man das hören: Klick, Klick. Also gut, jetzt bauen wir die Abdeckung an. Man muss darauf achten, dass sie an drei Punkten befestigt ist. Oben, wie hier gezeigt, ist sie nur eingehakt, an den Seiten aber mit Gummis und Haken befestigt. So wie ich das hier gemacht habe, ist das schon ganz gut. Man sieht, wie ich die Ösen nach innen ausrichte, damit sie später beim Nähen möglichst nirgendwo hängen bleiben. Das ist doch eine gute Idee, oder etwa nicht? Da sieht man mal, wie eine Meisterhand das im Griff hat. Das sitzt doch bombenfest. Na klasse, jetzt bauen wir das alles mal wieder zusammen. Dazu spule ich mal wieder schnell vorwärts, damit dieser Film nicht zu langweilig wird. Jetzt machen wir schnell nochmal eine Probefahrt und dann können wir sehen, wie gut das funzt. Die Blätter am Boden werden ziemlich schnell und gut gemulcht. Da hat sich die Anschaffung doch gelohnt. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video Spaß gemacht hat und dass Sie sich jetzt auch so einen Mulcheinsatz kaufen. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie einfach in die Kommentare. Einen schönen Tag noch und viel Spaß mit Ihrem Trecker mit Mulcheinsatz.